Hallo zusammen, ich hier ist wieder Jela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch. Wir haben jetzt wieder insgesamt 4 Wochen gewartet, ein wenig im Auktionshaus unterwegs waren wir auch. Und dementsprechend wollen wir jetzt mal gucken, was die letzten 4 Wochen so goldtechnisch lief. Und dazu machen wir auf dem einen oder anderen Char den Postkasten auf und gucken, was da drin ist. Bevor wir das jetzt aber machen, schauen wir auf die nackten Zahlen. Und zwar, das letzte Mal waren wir ja auf Main Account bei 10 Millionen Gold, etwa 10, irgendwas. Und auf dem Second Account bei 50 Millionen Gold, macht zusammen um die 60 und ein paar zerquetschte fast 61. Wir hatten in der Periode davor einige Investitionen getätigt. Ich habe mir davor ja auf Anto erneut einen Schmied und einen Lederer komplett hochgezogen und habe da um die 25, 30 Millionen investiert. Diesen Betrag haben wir tatsächlich komplett reingeholt in der Zeit auch. Und neben ein paar kleine Transmog-Sachen, die ich mir gekauft habe, die vielleicht auch eine halbe oder eine Million ausgemacht haben. Also es waren viele kleine Sachen, aber in 4 Wochen kommt ja ein bisschen was zusammen tatsächlich. Haben wir bestimmt über 30 Millionen miese gemacht, plus dann nochmal die 15, 20 Millionen, die ich ja für Mats immer berappen muss, ne? Und dementsprechend waren wir da ziemlich weit runter mit dem Gold, haben das aber tatsächlich alles reingeholt und hatten sogar noch Plus gemacht, was ich tatsächlich nicht dachte. Also wir hatten mit den, weiß ich nicht, knappen 40 Millionen, was ich ausgegeben habe, trotzdem dann 2 Millionen noch reingeholt, obwohl das ja eigentlich so langfristige Kosten sind, wenn man den Beruf komplett hochskillt, beziehungsweise die Skillkosten waren gar nicht das Große, sondern die Legendaries halt zu leveln tatsächlich. Genau, diesmal sind wir in der luxuriösen Position, dass ich nichts von all dem machen musste. Also in den letzten 4 Wochen habe ich keine großen Investitionen getätigt, die Langzeitinvestitionen sind, sondern lediglich Mats eingekauft, was aber auch zu Buche schlägt. Ne? Gut, vielleicht habe ich auch ein paar Transmog-Sachen gekauft, aber halt auch wieder viele kleine Sachen. Ne? Hier mal 20.000, da mal 30.000, das summiert sich dann halt tatsächlich auch. Das ist wahrscheinlich sind es ein paar hunderttausend, die ich ausgegeben habe für T-Mog. Gut, wir sind auf dem Main-Account runter auf 4,1 Millionen, 4,1 ein paar zerquetschte und auf dem Second-Account auf 37,4 runter, heißt auf dem Sheet, ich habe es hier schon aufgeschrieben, im Kopf zusammengerechnet, 41,5, heißt wir haben so 19 Millionen Pi mal Daumen ausgegeben, wie gesagt, wahrscheinlich ein paar hunderttausend, maximal 1 Million, das glaube ich aber gar nicht für so Schnickschnack Transmog Zeug, vielleicht auch ein bisschen was für Flasks und Pots und solchen Gedönse, aber das ist wie gesagt vernachlässigbar, was ich da ausgegeben habe. Das meiste ist tatsächlich für Mats und um Sachen nachproduzieren zu können. Unter anderem beim Main habe ich auch ein bisschen aufgefüllt, ich habe ein bisschen Barren gecraftet, ihr seht, warte mal, das lädt jetzt so ein bisschen. Auf der Bank habe ich das ein oder andere an Materialien noch rumliegen. Also das sind halt auch Sachwerte, die ich quasi da auf der Bank flacken habe. Ich habe mir so ein paar Barren selber gecraftet, 8000, weil im Auktionshaus waren die, glaube ich, für 160 Gold drin. Und ich habe mir das ausgerechnet, wenn ich die selber craft, kann ich die pro Stück für 34 Gold craften. Und das waren auf die 8000 Barren, die ich da gebaut habe, waren das halt eine Differenz von 1 Million Gold. Ne? Deswegen habe ich das selber gemacht. Deswegen, selbst wenn das jetzt so ein Barren 160 nur kostet, was ja eigentlich nicht viel ist, da muss man manchmal schon gucken, wenn man halt im großen Stil so Zeug braucht, dann kann das halt sich schon sehr schnell summieren. Kleinvieh macht halt dementsprechend auch Mist. Und ich habe halt immer noch schweren Hornbalk von meinem Desaster. Ich habe immer noch 10.000 über. Ich glaube, ich hatte mal knappe 20.000 oder 15, 16, 17, 18, ich weiß nicht, irgendwas von 15, 20.000 hatte ich mal gekauft, als die Preise teuer waren und das Zeug habe ich immer noch liegen, aber das hatte ich euch in einem anderen Video schon erzählt, dass ich da so ein bisschen Lehrgeld gesammelt habe. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich anfangen mit den Postkästen. Wie gesagt, um die 19 Millionen müssen wir auf jeden Fall reinholen, was ich alleine an Ausgaben hatte von Mats und diversen. Und ja, dann würde ich sagen, guck mal rein. Hier auf Blackmore habe ich mit meinem Main quasi Schmied und Lederer, da habe ich ja so gut wie alle Rezepte. Und da verkaufe ich sowohl die Legendary Items, soweit alle, als auch die 200er und 230er normalen blauen Items. Gut, dann legen wir los. Wir haben hier 2,3 Millionen und wir haben 1382 Mail-Sachen, also doch einiges. Schauen wir mal, was da so rumkommt. Also ihr seht schon, hier ist alles Mögliche drin, ne? Da sind halt
Legendary Teile, die sind mittlerweile natürlich ziemlich weit runtergedroppt, ne, ganz klar. Diese Cortier-Kristalle sind bei weitem nicht mehr so viel wert und dementsprechend sind die Leggies natürlich auch ziemlich weit runtergegangen. Also die waren ja vor einem Monat, vor eineinhalb noch, teilweise bei über 1000 Gold. Jetzt sind die auf den meisten Servern, also zumindest wo ich unterwegs bin, hier auf Antonidas und Blackmore, liegen die zwischen 100 und 200 Gold, ne. Meistens so 120 zahle ich für so einen Cortier-Kristall. Das macht dann, auch wenn du 40 Stück brauchst, nicht mehr so viel vom Legendary-Preis aus. Wobei ich letztens tatsächlich, ich glaube, das war auf Anto, da habe ich irgendwie, glaube ich, Lederschuhe oder Kettenschuhe, ich weiß jetzt nicht mehr, habe ich für 180.000 Gold verkauft. Also das ist eine Gewinnspanne von mehreren 100%, weil mittlerweile kannst du sagen, die Legendaries, die gehen zwischen 10 und 40.000 vielleicht mal, wenn du jetzt was Selteneres hast, vielleicht für 50.000, aber viel höher geht es auch nicht mehr, auch bei Rang 6. Und ihr seht auch, da sind die Preise gemischt. Übrigens, hier sind auch ein Haufen Kleinscheiß dabei, weil das bis vor gerade eben mein einziger Char hier auf Blackmore war, zumindest auf Allianz-Seiten. Und ich halt alles Mögliche, was hier noch abfällt, tatsächlich mit dem auch verkaufe. Ne? Also wenn ich irgendwelche aktuellen Mats kriege, verkaufe ich die mit dem. Wenn ich aus dem Missionstisch Zeug kriege, im Moment mache ich eigentlich, ehrlich gesagt, in Shadowlands nicht mehr sonderlich viel Content, weil ich da mit meinem ganzen Collector-Zeug soweit durch bin und mache auch viel alten Content. Aber ich kriege immer noch von dem Missionstisch. Und den betreibe ich tatsächlich mit einigen Chars halbwegs aktiv. Auch Gold, aber auch Runen und halt auch alles mögliche an Mats, ne? Und der Char ist halt auch noch Nightfee und da gibt es dann halt auch noch zusätzlich ein bisschen Stuff quasi von diesem Garten der Königin, wie heißt der? Konservatorium der Königin, so rum, dass mir das nur einfällt. Also da kommen dann halt auch ein paar Mats rum. Da kriege ich halt auch immer den Missionstisch tatsächlich diese Geister noch genügend und benutze den halt. Klar, das sind nicht die großen Summen, aber wie gesagt, Kleinvieh mache auch Mist. Und was ich hier mit dem Char tatsächlich auch noch verkaufe, sind T-Mog-Sachen. Ich farme gerade mit allen möglichen Chars und hauptsächlich natürlich mit Main, weil der halt am besten gegiert ist. Alten Content ab, alle möglichen Raid-Instanzen, alle möglichen Dungeons. Und ab und an droppt tatsächlich Sachen, die relativ gut was wert sind. Zum Beispiel, gut, das war jetzt auf dem Hordenschar. Ich war ein bisschen im Tempel unterwegs, ne? Im Tempel von Altal-Halkar, also den versunkenen Tempel. Und da habe ich halt für mich selber ein bisschen T-Mog gefarmt und habe dann halt, weil ich gesehen habe, mein Char ist Kirschner und dann kannst du diese Schuppen holen, die auch ganz gut was wert sind übrigens, habe ich dann die Mobs halt alle gelootet und ich glaube, ich habe ein Schwert gekriegt, was 400.000 Region Value hat, ne? Also Region Market Value. Und ich glaube, ich habe einen Bogen oder so gekriegt, wenn nochmal 150, 200.000, dann war ich ein Gnomeregan, auch nochmal ein Schwert rausgezogen, das auch, glaube ich, um die 200.000 war. Ich habe die dann alle tatsächlich selber gelernt, weil das waren alles Transmog-Sachen, die ich selber noch nicht hatte. Habe ich dann auf meinen Worry geschickt und mit dem gelernt. Und ja, weil klar, solche Sachen, wenn du die verkauft kriegen willst, das zieht sich natürlich tatsächlich. Ne? Das kann Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr dauern, bis du das für einen halbwegs vernünftigen Preis verkauft kriegst. Du kriegst sowas verkauft, weil es seltene Transmog-Sachen gibt, sind und es gibt immer Leute, die sowas quasi auch sammeln. Ich bin ja einer davon. Und ja, ist halt bloß die Frage, wie lange das dauert. Genau, also theoretisch kann man über so T-Mog-Sachen auch Gold machen. Ich würde niemanden zu raten, alte Instanzen hauptsächlich wegen dem T-Mog-Zeug zu farmen. Da muss man schon einen sehr, sehr langen Atem haben, auch das loszuwerden. Aber wenn man sowieso jetzt für seine eigene Sammlung da drin ist, dann kann man das schon machen. Ihr seht hier, Windwollstoff ist aus MOP, glaube ich, ne? Da teilweise auch Zeug drin und das ist alles Mögliche. So, wir haben jetzt noch 200 Auktionen. Ich bin jetzt schon bei 9 Millionen hoch. Wir sind auf jeden Fall bei dem im Plus. Ich glaube, der Char hatte irgendwas knapp die 8, hatte ich das letzte Mal erreicht. Also da sind wir jetzt auf jeden Fall schon im Plusbereich. Ich habe mir vorhin, weil ich war mir unsicher, kommen wir bei dem über Cap drüber, habe ich mir zur Sicherheitweise schon mal einen Char erstellt, dass wenn ich übers Cap drüber komme, dass ich Gold rüberschicken kann, ne? Dass man da ein bisschen schauen kann. Und ja, mir schreibt hier auch im Stream gerade, dass die Runen so gut wie nichts mehr wert sind. 30 Gold bei dir, bei mir sind die tatsächlich sogar noch einen Ticken mehr, ich glaube, ein bisschen über 100, 150 kriegst du da im Schnitt noch für. Das ist jetzt nicht berauschend viel, aber es ist okay, sagen wir es mal so. Gut, jetzt sind wir runter auf
Hier einmal Cap und wir haben noch 700k drin. Also, ja, haben wir auf dem Server auch ein bisschen Plus gemacht. Jetzt bin ich am überlegen, wie viel ich rüber schicke auf den anderen Twink, dass wir... Vielleicht machen wir die Hälfte. Schicken wir... Obwohl, vielleicht nicht ganz, ne? Schicken wir mal 4 Millionen auf den Lagerchar rüber. Weil ich brauche ja dann auch wieder ein bisschen was, um zu craften. Ich glaube, 2 Millionen hatten wir noch über. 8 hatte ich. Dann müsste ich eigentlich damit den nächsten 4 Wochen wieder auskommen. So, jetzt nehmen wir... Achso, wir haben ja noch den Rest auch noch, ne? Nehmen wir den Rest auch noch raus. Aber dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal um die 2 Millionen plus gemacht. Das ist ja schon mal gut für einen Char, ne? Blackmoor ist ein bisschen ein härteres Pflaster, ist einer der vollsten deutschen Server. Und eine Zeit lang war hier ja alle Legendary-Items quasi im Miese-Bereich. Und ja, mittlerweile mache ich hier auf jeden Fall aber auch Gewinne, wie man jetzt sieht, ne? Also 2, 2,5, 3, irgendwie sowas. Und mit Dreh haben wir hier Plus gemacht. So, jetzt würde ich sagen, logge ich mit dem einmal um und nehme das mit dem Gnomenschar raus. Ich habe mir nämlich extra einen Priester hier erstellt, weil ich mit dem dann auch nochmal irgendwann T-Mog farmen wollen würde. Vielleicht level ich den dementsprechend noch und ja, da muss ich mal noch gucken. So, jetzt sind wir auf dem zweiten Account und zwar auf Antonidas bei meinem Monk und mit dem verkaufe ich halt Schneider und Schmiedesachen, die beiden und da halt auch alles mögliche, ne, von Legendaries, von 200er Item-Level Sachen, 230er Item-Level Sachen. Und ja, da musste ich diesmal, also in dieser Periode, sonst muss ich immer Gold wieder rüberschicken zu den Chars. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Cap gelassen habe, aber zumindest einiges. Diesmal musste ich kein Gold rüberschicken, was ganz gut ist. Liegt auch daran, weil die Courtier-Kristalle halt gut runtergegangen sind und du halt einfach auch nicht mehr so hohe Ausgabekosten hast wie für einen Teil zum Craften. So, ich mache den Chat wieder auf. Dann gucken wir, was wir hier rausziehen können. Es sind über 700 Mail-Sachen drin. Diese 700 Mail-Items sind quantitativ zwar weniger, aber qualitativ höherwertig als das bei dem anderen Char, weil hier tatsächlich nur Craft-Items drin sind und beim Main ja auch noch, habt ihr gesehen, irgendein Fleisch drin war und irgendwelche anderen Kacksachen, was ich bei dem kaum verkaufe. Ich glaube, zwischendrin sind einige. Ich ab und an, wenn das Inventar zu gemüllt ist, dann bin ich zu faul, das auch rüber zu schicken. Ich habe theoretisch auf Antonidas einen Verkaufschar für dieses ganze Crap-Zeugel, ne? Aber manchmal verkaufe ich es auch mit dem, aber zu 90% oder 99% müssten das alles hier Craft-Items sein, die ich mit dem verkaufe. Tatsächlich. Also ich denke mal, ans Cap müssten wir hoffentlich kommen. Oder mal schauen, ob wir ans Cap kommen. Ich hoffe es. Naja gut, wir waren bei 1 Million unten. Ne? Ob wir mit dem jetzt tatsächlich ans Cap kommen, wird wahrscheinlich eher knapp werden. Wenn ich jetzt so sehe, 100 Mäs sind vielleicht knapp 1 Million, dann wird es wahrscheinlich eng mit dem Cap. Dann werden wir vielleicht so auf 800.000 oder so raufkommen. Hier seht ihr, da verkaufen wir tatsächlich teilweise noch für höhere Beträge. Hier haben wir für 94.000 einen Teil verkauft. Das war ein Stoff-Item. Da haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Gewinnspanne. Aber die meisten liegen halbwegs low. Und das sind halt auch viele so 200er-Item-Level-Sachen, die ich um die 2, 3k verkauft. Ne? Da ist natürlich auch immer schön noch ein bisschen Gewinn dabei. Aber halt nicht mehr diese Riesenspannen, die es jetzt am Anfang von 9.1 waren. Da konntest du richtig, richtig Gold machen. Gut, 7 Millionen sind wir. Naja, auf 8, vielleicht sogar auf 9 kommen wir vielleicht noch. Mal gucken, wenn das jetzt noch raus. Naja, wahrscheinlich eher 8. 8 und ein bisschen was. Kriegen wir nicht ganz Cap zusammen hier, so wie es aussieht. Gut, was muss ich reinholen? 19 Millionen. Beim einen waren wir bei 2 irgendwas. Mal gucken. Eigentlich lang. So, das war jetzt auch just in time, dass ich den Briefkasten ausleere, weil meine Sachen schon wieder am Verschwinden sind. Ich komme doch aufs Cap. Okay, jetzt haben wir noch 90.000 zu viel. Tja, wo schicke ich das jetzt am besten hin? Wir könnten... gut... Machen wir vielleicht bei dem Taylor DH da vielleicht mal 1 Million noch hin. Oder was hat mein Amundila noch? Der hat 1,9.
weil der TLADH, da habe ich auch noch Mats rumliegen. Mit dem Craft, ich habe ich vorher nochmal eingeloggt, dass die Daten im Halbweg stimmen. Und da muss ich noch ein bisschen Zeug umwandeln, das habe ich nämlich vergessen auf dem Char. Okay, dann schicken wir mal TLADH 2 Millionen rüber. Halt nicht zum Boost-DH, sondern zum halt TLADH, nicht TLADK. So, ich weiß, meine Namen sind sonderlich einfallsreich. Gut, dann nehmen wir den Rest hier noch raus. Aber dann haben wir auf jeden Fall mit dem auch gut Plus gemacht. Ich weiß nicht, mit was ich da quasi aufgehört hatte, ne? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf meinen Hunter. Mal auf dem hier. Bis wir da eingeloggt sind, würde ich sagen, schau mal kurz bei meinem Gnom nach, den ich mir jetzt vorhin erstellt habe. Jedes Mal jetzt selber wieder eingeben. Jetzt ist weg. Genau, also da hatten wir jetzt einmal das Gold rübergeschickt. So, dann hat man Level 1 Gnom. 4 Millionen Gold hier. Ich habe mir den vorher erstellt. Ist doch halbwegs hübsch, meine Gnomin. Mit dem Namen war es hier auf Blackmoor, sagen wir mal so, ein bisschen schwieriger. Ich muss jetzt auch Sonderzeichen reinpacken, ne? Weil da natürlich schon fast alles vergeben ist. Ich wollte mir erst gar keinen Gnom machen, weil der erste Gnom, der mir vorgeschlagen wurde, ein wenig verstörend aussah. Und da dachte ich mir, aber es gibt tatsächlich auch halbwegs hübsche Gnomengesichter tatsächlich. Gut, jetzt logge ich nochmal um auf den Main. Und theoretisch könnten wir auch noch bei meinem Hordenchar den Postkasten ausleeren, aber mit dem habe ich jetzt einiges an T-Mog-Sachen reingehauen und da kommt, glaube ich, eh nicht so viel rum. Also, der hat jetzt halt noch nicht so viel T-Mog, dass da halt regelmäßig Verkäufe entstehen dadurch. Gut, dann schauen wir jetzt hier meinen Hunter. Mit dem haben wir auch nochmal 1300 Verkäufe. Der hat nämlich einmal Lederer und Juve tatsächlich. Und das verkauft sich beides ganz gut. Juve hat zwar nur zwei Legendary-Teile, also einen Ring und einen Hals, aber die 200- und 230er-Teile verkaufen sich einfach irre gut, weil Ringe und Hals anscheinend die Leute irgendwie ziemlich brauchen können, ne? Also, und Leder ist auch immer gut. So, hier haben wir 1, also knappe 2 Millionen haben wir hier noch und 1300 Mails. Mal gucken, wenn das jetzt etwa immer knappe Millionen ist, jede Seite, dann müssten wir übers Cap kommen. Genau kann man das natürlich nicht sagen. Wenn ich jetzt viele Ringe verkauft habe, 100 Items mal 2000 Gold, wenn so ein Ring rausgeht, dann ist das natürlich weit weg, ne, davon. Dann ist das weit weg. Dann sind es 200.000 wären das dann nur, ne? Aber es sind ja immer zwischendrin auch die Leggy-Teile. Hier, schau mal, da habe ich eine Stulpen für 156.000 verkauft, ne? Die haben vielleicht Herstellkosten. Stulpen würde ich jetzt mal sagen 30.000, selbst wenn es Rang 6 sind, vielleicht 35.000. Also wenn ich dann was für 100.000 verkaufe, dann ist schon richtig gut. Ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Am Anfang von 9.1 war es halt, waren halt die Kosten von den Legendaries so extrem hoch, weil du halt alleine schon mal 80.000 nur für die Kortekristalle gezahlt hast. Und dann sind natürlich die Leggies für 120, 130, 140, 150 rausgegangen. Aber dafür hattest du halt den Vorteil, dass du halt mehr Leute vom Markt weggehalten hast. Wenn du halt so eine hohe Einstiegshürde hattest, konnten halt nicht sonderlich viele Leute in den Markt reingehen, weil wenn du dann ein paar Teile hergestellt hast, also mit einer Million bist du nicht weit gekommen, ne? Da hast du 6, 7 Teile hergestellt, dann war die Million weg. Du musstest halt dann 10, 20 Millionen investieren, dass du mal das komplette Sortiment einmal craften konntest, bevor du quasi, bevor dein Geld ausgegangen oder dein Gold ausgegangen ist, ne? Da hattest du eine höhere Hürde, waren weniger Akteure im Markt und dementsprechend weniger Konkurrenz. Weniger Konkurrenz heißt höhere Preise und dann hast du halt auch mehr Gewinne machen können, ne? Du merkst jetzt halt schon, dass die Hürden deutlich niedriger sind, du hast mehr Leute drin, die drücken halt den Preis und das schmälert halt so ein bisschen den Gewinn auch, ne? Aber ich sag mal so, ich mache immer noch, denke ich mal, halbwegs gutes Gold. Oder wir werden es nachher sehen, was wir insgesamt plus gemacht haben, ne, in der Zeit. Ich will zwar jetzt nicht sagen, dass es kein Zeitaufwand ist. Also ich bin jeden Tag crafte ich quasi die Legendaries neu nach, weil der Markt halt ziemlich volatil ist, ne. Also heißt,
mal ist das Legendary ein Plus und am nächsten Tag ist es wieder ein Minus. Und wenn ich jetzt an einem Tag hergehen würde und auf Vorrat fünfmal das gleiche Leggy crafte, dann verkaufe ich vielleicht in den nächsten Tagen einmal das Ding und dann ist es in 2-3 Tagen wieder im Minus. Und dann würde ich halt da Minus machen. Deswegen crafte ich die Leggies tatsächlich täglich neu. Die blauen Items, da habe ich eh fixe Caps drin. Die crafte ich vielleicht ein- oder zweimal die Woche tatsächlich nur. Meistens zwei, also zweimal die Woche auf jeden Fall, denke ich mal. Vor allem die Ringe, die mache ich teilweise öfter, weil manchmal gucke ich nach 2 Tagen wieder rein, sind alle Ringe verkauft, ne? Also ich stelle immer 10 Stück her und die sind dann immer komplett raus. Das ist dann teilweise schon krass. Ich weiß nicht, die werden irgendwie blöd weggekauft, die Ringe. Gut, ich sag mal so, Ringe kann halt auch jede Klasse tragen, ne? Leder, wenn ich jetzt crafte, dann kann das ein Plattenträger, ein Kettenträger und ein Stoffträger natürlich nicht holen. Gut, jetzt sind wir hier gleich am Cap. Yep, wir sind am Cap angelangt. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Gold schicke ich weg. Dass wir sinnig hinkommen. Wir haben jetzt... Also den Taylor, der hatte ich 2 Millionen geschickt, ne? Dann ist er bei 9,7. Dann könnte ich... Komm, ich schicke auf den anderen Taylor, schicke ich mal 5 Millionen rüber. Dem hier haben wir zu dem 5. Also ich bin auf jeden Fall im Plus, wenn ich das jetzt hier so sehe. Schicken wir da 5 rüber. Gut. Ich denke mal, die 500 Mace müssten wir... Das dürfte jetzt nicht übers Cap drüber kommen. Denke ich mal. Wenn nicht, kann ich ja nochmal was rüberschießen auf dem anderen. Auf einen Char müssen wir danach übrigens noch gehen, ne? Also auf den einen Druid, wo ich jetzt gerade die 5 Millionen rübergeschickt habe. Mit dem verkaufe ich ja auch noch so ein paar Sachen, die matt sind, beziehungsweise auch T-Mock unter anderem. Also da kommt auch nochmal was rein. Genau. Dann müssen wir nachher beim Druid nochmal gucken, dann tragen wir mal die ganzen Zahlen noch ein. Oh, und den DH, wo ich halt die 2 Millionen rübergeschickt habe, ne? Dass wir das natürlich sinnig in den Werten mit drin haben. Aber ihr seht, auch jetzt in dem Stadium, wo ich sagen würde, dass WoW nicht so viel aktuell passiert, ne? Es kommt ja schon länger, also jetzt schon länger so ein bisschen Content-Loch. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass 9.15 immer noch nicht draußen ist tatsächlich. Also ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er jetzt Mitte Oktober kommt, aber da kam jetzt nichts. Wahrscheinlich jetzt irgendwann nächsten Monat, vermute ich mal. Und ja, eigentlich gibt es jetzt nicht mehr so viel zu tun. Selbst ich als Collector habe im aktuellen Content nicht mehr so viel und bin halt eher im alten Content unterwegs. Und dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, dass das gerade ein ziemlicher Low-Punkt in WoW ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ob gerade extrem viele Leute unterwegs sind. Und selbst dafür kann man eigentlich ganz gut Gold umsetzen. Also ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren zurzeit. So, okay, wir haben doch noch mehr rausgezogen. Da muss ich vielleicht nochmal was rüberschicken. Schick mir vielleicht nochmal... schicken wir nochmal 2 Millionen rüber, oder? Machen wir es so. Dann haben wir einen kleinen Puffer wieder. Und selbst da kannst du das Gold machen. Natürlich, ne, es ist nicht so wie am Anfang von 9.1 oder auch von 9.0, ne, wo natürlich die Leute wie blöd das Zeug gekauft haben, wo teilweise auch für übertriebenste Preise. Die Zeiten sind im Moment nicht, aber selbst in der relativ ruhigen Marktzeit kann man tatsächlich seine Gewinne einfahren, wie ihr seht. Ich bin jetzt halt auf 2 Hypop-Servern unterwegs, ne, Antonidas und Blackmore. Da sind natürlich schon mehr Leute als jetzt auf irgendeinem so ganz lowen Server. Dafür hast du halt auch mehr Konkurrenz, ne? So, jetzt gehen wir nochmal auf den DH. Das ist quasi der Char, wo wir die 2 Millionen geschickt haben. Und dann würde ich sagen, dass wir nebenbei schon mal die Zahlen eintragen. Also, jetzt schauen wir hier mal auf meinen Main nochmal. Und zwar hatten wir jetzt hier 12.530.000. 12.530.000. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal 2 Millionen im Plus auf dem zweiten Account. Jetzt können wir hier auch schon mal die Zahlen vielleicht eintragen. 43, also ich muss die Tabelle eh mal überarbeiten, also halt, nee, das war jetzt Käse. Jetzt mache ich es irgendwie dann nach Monaten. Ich habe ja am Anfang das wöchentlich gemacht, ne, also hier sind sogar auch noch die Zahlen aus BFA, wo ich angefangen habe.
Dann habe ich das hier am Anfang wöchentlich gemacht, zweiwöchentlich, und jetzt mache ich es quasi einmal im Monat, weil das eigentlich ein schönerer Zeitraum ist, ne? Um da so langfristigere Investitionen ein bisschen zu gucken. So, dann können wir mit dem DH das mal kurz rausnehmen. 2 Millionen. Und ihr seht, hier habe ich noch so Mats. Ich wollte mit dem ein paar Sachen umwandeln. Manchmal, wenn die zu teuer drin sind, die Mats, dann kaufe ich die nicht aus dem Auktionshaus, sondern wandle halt die verzauberten Eletium-Bahn und den Hornbike, wandle ich so ein bisschen selber um. Das kommt mir deutlich günstiger. Was ich echt ein bisschen am bereuen bin, was ich halt merke, ist, dass hier auf Blackmore, wo ich halt nur den einen Schach habe, oder beziehungsweise jetzt den zweiten, wo ich mir halt dementsprechend den Dings erstellt habe hier, den Priester vorhin, habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich mir das Zeug crafte. Und ich kann euch das mal zeigen im Auktionshaus. Teilweise sind da halt so gut wie keine von diesen verzauberten Sachen drin, und ich brauche die halt, um das craften zu können. Und dann, oder sie sind relativ teuer, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal den Hornbike reinhau, der Hornbike kostet halt im Moment so 229 Gold, ne? Du brauchst 2 Hornbike und so einen Staub für, heißt, bist du bei den Hornbike bei 430 plus dann nochmal den Staub, lass es 10, 15, 20, sagen wir 20 Gold, scheiß drauf, dann bist du bei 400, was haben wir gesagt, 460, dann bist du bei 480, ne? Und das kostet halt 600. Gut, das geht jetzt von der Differenz. Vorhin war der Hornbike noch unten auf unter 200, da war es, glaube ich, bei 180 oder so. Dann zahlst du fast die Hälfte nochmal nur fürs Craften, was, oder, nee, nicht die Hälfte, aber noch ein Drittel quasi nur fürs Craften. Das fand ich ein bisschen viel. Und ihr seht, es sind einfach nur noch 34 drin. Wenn ich jetzt hier was nachcraften will, ich habe halt einfach keine Mats mehr da, ne? Und das ist halt schon ein bisschen kacke. Und ich bin sowohl hier mit dem verzauberten Hornbike aufs Auktionshaus angewiesen, als auch beim verzauberten Elithium-Bahn. Gut, da sind hier... aber günstig. Kaufen wir gleich mal raus hier. Sonst kosten die mich immer 200 Gold, die Dinger. Was halt eigentlich auch Abzocke ist, ja? Weil ehrlich gesagt, Elithium ist bei 60, brauchst du auch 220, gut Staub noch, naja gut, 150 ist echt günstig, da haben sie kaum Gewinnmarge. Gleich mal raus. Eigentlich soll ich das öfter machen, dass ich immer, wenn ich sehe, wenn das Zeug günstig ist, es rauskaufe, weil ich kann es halt selber nicht herstellen. Und wenn ich dann halt, wenn dann nichts im Auktionshaus ist, wenn ich was craften will, dann ist halt blöd, ne? Gut, jetzt wollten wir den letzten Char noch gucken. Und zwar, habe ich mit dem hier auch noch alles mögliche, also da haben wir nochmal 279 Verkäufe, die wir drin haben, und damit verkaufe ich halt sowohl Mats als auch T-Mog. Mal gucken, ob irgendwas an T-Mog drin ist, was halbwegs vielversprechend ist. Machen wir den Chat mal noch auf hier. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Verkauf, dass er die teuren Sachen nicht rausnimmt. Wird hier im Stream gerade gesagt, dass ich meinen Enchanter benutzen kann. Nein, mit dem Char bin ich auf Blackmore, da habe ich ja keinen Enchanter. Das ist das Problem, was ich gerade ansprechen wollte, dass ich mir da, wenn dann einen hochspielen müsste oder, ja. Also auf Antonidas habe ich den Verzauberer, das ist richtig. Da mache ich das auch selber. Aber auf Blackmore bin ich halt mit einem Char auf Allianz nur aufgestellt. Und dem Level 1 Gnome, der kann das aber tatsächlich noch nicht. Ich den gerade erst erstellt habe. So wie ich sehe, sind hauptsächlich Mats. Hier, oh, schau mal, ich hab 141 Verstärkungsrunen verkauft für 17.000 Gold. Naja, die waren auch mal mehr wert, ne, diese Runen. Was haben wir hier verkauft? Okay. Ach, schau mal, das ist dieser Königsbernstein für 11.000, 2 Stück. Hat sich doch gelohnt, die ins Haar zu hauen. Ich dachte, die kauft keiner, ne? Interessant. Okay, was haben wir jetzt hier rausgezogen? 400k. Naja, gut. Der Ramsch war auch schon mal besser. Und jetzt halt noch das, was ich rübergeschickt habe. Gut, das ist der dann auch fast wieder am Captain, ne? Ja, eigentlich wollte ich den niedriger lassen, weil bei dem Ramsch, das summiert sich halt nach und nach auch, aber okay. So, was ist jetzt hier? Wir sind jetzt hier bei 60 Millionen. Und 60 Millionen 34.000. Oh, wir haben doch dick Gewinn gemacht. 60 Millionen... 34.000. Oh yeah.
Also im Stream habe ich vorher ein bisschen schätzen lassen, was die Leute meinen, was ich so an Plus gemacht habe. Ne? Da habe ich so Zahlen von 2 Millionen und was habe ich, ich glaube 5 Millionen gelesen. Und ich meinte vorhin schon, also wenn ich 2 Millionen plus mache, das ist das, was auf jeden Fall drin sein sollte. 2 bis 5 wäre ganz gut. Alles über 5 bis 10 ist echt top. Jetzt sind wir bei 11 Millionen, 11,6 Millionen, die wir plus gemacht haben. Läuft, ne? Gut, heißt, wir sind jetzt auf dem Main-Account bei 12,5 Millionen, auf dem Second-Account bei 60 Millionen, insgesamt damit auf 72,5. Und plus gemacht haben wir 11,6 Millionen. Das lässt sich doch ganz gut anschauen. So, heißt, wir sind jetzt gut über die 50 drüber. Ich werde mir jetzt mal wieder irgendwas Teureres kaufen. Heißt, wir werden demnächst mal wieder so ein paar Waste of Money Videos basteln. Und dementsprechend, ich muss mal die Tabelle hier noch ein bisschen anpassen. Hier werde ich mal dann noch die Ausgaben... Also ich möchte gerne dann die Ausgaben hier drin haben, die ich halt für so Consumable, also nicht Consumable für den Raid, aber halt für so Sachen, die ich nicht für Investitionen nutze, sondern halt, die ich halt einfach nutze. Ich kaufe einen Transmog für 300.000, für 500.000 und die Sachen dann hier rein, dann halt quasi den bereinigten Gewinn, wenn ich das rausziehen würde, rauszählen würde. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Gut, dann sind wir damit fertig. Da mit der Tabelle muss ich dann nochmal so gucken und ja. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, in einem Monat mache ich dann wieder so ein kleines Gold-Tagebuch-Update. Und sonst gibt es ja auch noch einen Haufen andere Videos auf meinem Kanal, Guide-Geschichten. Beziehungsweise jetzt werden wir dann auch ein bisschen Gold wieder ausgeben, wie gesagt. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Mir hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.